Hallo, hier ist Dada Mission. Ich bin der Dennis. Der Max ist auch dabei, genau. Hallo. Und da ist noch einer, nämlich Marco. Und heute spielen wir hier wieder hier. Wir sind fröhlich im Dschungel. Ich wollte nur mal anmerken, wir hatten bereits eine Aufnahme gemacht, die wurde vergeigt. Deswegen sind da jetzt ein paar Fackeln. Aber der Spielstand wurde irgendwie buggy geladen. Ich war wieder an der Stelle, an der ich vorher war. Und trotzdem waren die ganzen Fackeln da. Verbuggt. Ohne Musik leider, die steht uns irgendwie gerade nicht zur Verfügung. Aber man, Okay, naja. komm, genug Fackeln haben wir. Dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier lang, weil wird leider auch gerade Ja, da Nacht. lang. Mal den Fackeln nach. La 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 la. Oh mein, eine Schlucht? Alter, geh mal rein. Ich habe keine Lust. Nein, ich wollte Dschungeltempel finden. Alles klar. Dschungel? Eiskalt, ich habe keine Lust. Du willst was finden? Wie soll das denn gehen? Nee. Ja, das ist eine gute Ja, Frage. okay. 10 Fackeln haben wir noch. Das ist ja wirklich allerliebst. Ja, und deswegen stellen wir jetzt einfach mal überall eine Fackel hin, ne, damit die ganz schön. Da, 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 da. 16 Fackeln mehr. Das sind voll wenig. Ich weiß. Jetzt wäre eigentlich perfekt eine Entschuldigung gewesen. Ja, nee, also darauf habe ich jetzt auch gerade wirklich keinen Bock. Alter, was war das denn für ein Lack? Kommt er mir einfach dann an? Kann ich jetzt hier mal nach oben? Wabbelt nicht so, ihr Blätter. Ja, ich sagte auch schon in der verkackten Aufnahme, hier sehen die Blätter aus wie Wackelpudding. Oh, ich Aber habe guck dir mal schon das wieder an. Oh mein Hunger. Gott, epic. Dann Und ich habe machen wir doch schon. gerade mal einen Screenshot. Geil. Aber diese Mondstrahlen, die gehen da um die Dingens Boah, darüber. Alter. Also der Macher des Mods Das ist ist epic. fett. Epic. Ich bin voll Und gerührt. eigentlich suche ich jetzt nur einen Dschungeltempel, deswegen bin ich hier. Und Vielleicht natürlich. dann auch ein Wüstentempel. Warte mal, ich könnte mal kurz das probieren in Optifine. Sichtweite habe ich wieder erhöht, läuft jetzt alles problemlos. Cheater. Natürlich mal kurz mit Optifine cheaten. Nee, Time. Day only. Mann, da es gibt nur Tag, Mann. Ja, scheint aber irgendwie nicht zu funktionieren. Was soll das denn jetzt? Day only heißt Day only und nicht Night only. Boah, seid ihr morgen groß. Okay. Nicht ihr, also die das jetzt da. Stefan, du machst Also, wenn ihr jetzt. eine Ahnung habt, wie man das in Optifine vernünftig einstellt, könnt ihr mir das gerne sagen. Weil wenn da Day Only steht, dann wird hier ja wohl jetzt, eigentlich müsste jetzt. Oder ein PC ist buggy. Nee, mein PC läuft super gut, sonst wäre Minecraft jetzt hier schon abgeschmiert im Dschungel. Ja. Auf was denn? Aufs Butterbrot? Hahaha. Der war geil. Der war ja derbe. Ja, Wüstentempel kannst du aussuchen. Das wird sich vermutlich sogar noch mehr lohnen, obwohl, in welchem Teil des Dschungels waren wir denn noch nicht? Überall. Der Sound ist auch nicht so der lauteste. Jetzt ist besser. Ich war, glaube ich, auch schon in der Das ist besser. vergeigten Ich höre Aufnahme, gar nichts. weil ich hier ein Geige. bisschen runtergestellt habe den Sound. Kapiert? Geige. Hast du das jetzt gehört? Ja, das habe ich gehört. Aber Aber deine Schritte hört man nicht. was hast du ja, die sind ja auch nicht gesagt? so wichtig, Junge. Der hier wird ja wohl laufen können. Wieso? Die beiden sind voll zusammengeklebt. Alter, geil. Hier sieht man schon mal, wie das eine Biom in das andere geht. Das eine was? Das eine Ja, Biom die ist das verschiedenen andere. Blätter der Biome. Ach so. Die verschmelzen Alter! zu einem. Wow, ne. Wieder weg. Ich verschwende die jetzt die ganze Zeit. Hatten wir nicht schon mehr Fackeln? Ja, du hast nur ziemlich viele gesetzt. Ja, vorhin, in der vergeigten Aufnahme hatten wir auch schon welche gesetzt. Aber offensichtlich nicht genug. Ich rate dir eins, Dennis, wenn du einen Dschungeltempel findest, Ja, sag mal da grad. sind ja diese Stolperfallen und Ja. die musst du einen von denen musst du sofort abbauen, weil die machen eine Reaktion von Redstone zu Spendern, die schießen dann Pfeile ab und die. Dann kratze ich ab. Also du hast ja eh eine Rüstung, Oh, also. ohne Fackeln. Wahrscheinlich keine so eine gute Idee. Kein so gute Idee. Das war jetzt wieder klugest. Klüge ist das. Klügster, bist du Klügster der Nation? Sei leise, du Kommunist. Nee. Junge, hör mal auf. Entschuldigung. Nicht du. Da seht ihr schon mal, wie es Wer ist. sagt der Junge? Mädchen. Zu volles Inventar. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Kratz ab. Mikros. Ja, hier. Was ist mit dem Dennis? Ja, der Dennis, der muss jetzt immer wieder total alles
abräumen, deswegen vergisst er das, wenn er was im Dschungeltempel findet, dann fasst nichts mehr in sein Inventar rein. Ja, das ist echt eine schlechte Idee eigentlich. Eine gute Idee, mein Inventar auszuleeren. Alter, in welchem Teil des Dschungels machen wir denn noch nicht? Ich glaube, der Dschungel ist, ne, der ist wirklich nicht sehr groß. Wow, nicht irgendwie gefährlich oder so im Dschungel. Nö. Wenn dann wäre ich jetzt hier schon draufgegangen. Mein Gott. Aber den Dschungel, mal gucken, ob wir vielleicht noch einen anderen Dschungel finden, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es Dschungeltempel gibt, ist leider sehr gering. Huch, da. Geh doch in die Wüste, vielleicht gibt es da ja Wüstentempel. Ich dachte schon, du sagst jetzt, in der Wüste gibt es doch Dschungeltempel. Manchmal gibt es am Rand da als. Heiße ich Dennis? Das hier habe ich mich auch schon in der letzten Folge gefragt. Wie wächst da drauf bitte ein Pilz? Das ist ein Baumpilz. Hier waren wir. Das gibt es wirklich, aber die wachsen an den Stämmen. Hier waren wir auch noch nicht. Hier, das ist ein Sumpfbiom, aber ziemlich klein. Wo würde ich mal sagen. Dass es hier gleich Dings gibt. Was? Hexen. Moor. Also, Moor gibt es da in Minecraft nicht. Naja, das ist ja so reinsinkst. Ach so, Treibsand oder was? Ja, genau, nicht nur so ein Treibsand. Es gibt einen Treibsand-Mod eigentlich. Da versinkt man und ja. Wusste ich selber jetzt gerade gar nicht. Ach, da hinten ist die Wüste. Und ohne Scheiße, dunkel ist es gar nicht. Oh ja, die Wüste. Lass uns in die Wüste gehen. Ja, die Wüste. Schön mit dem Sand da was machen. Nein, Sandburg. Ich möchte Sandburg bauen. Ich möchte in die Sandkiste. Flieg mich in die Wüste. Was, ich soll fliegen und cheaten? Nein. Natürlich haben wir Tumulatums jetzt draußen, also. Ausgeblendet. Ja, also sehen wir mal wieder, ne? Was ist das denn? Ich dachte schon, der Wüste stehen da ungewöhnlich viele Pflanzen. Ja, das sind doch nur die Kaktusse hier. Ja, trotzdem. Ja, du kennst doch diese einen Pflanzen, die. Sprich mal auf den Kaktus. Die so komisch aussehen, jetzt. Seinen kaputten, toten Pflanzen. Dieser tote die Busch. Hier. Ja, schon vor mir konnte die mit Knochenmehl wachsen lassen. Daraus würde dann irgendein Baum wachsen. Das wäre irgendwie ein bisschen dumm. Oder ein Tier. Weil wenn er schon verdorrt ist, wie soll er da noch wachsen? Oder ein Tier. Auf ein Tier Knochenmehl. Finde ich gerade diese dunkle Wüste und da diesen Dschungel, auf den so einige Lichter kommen, finde ich das irgendwie voll epic. Ja, guck mal, sieht doch richtig geil aus. Und dann auch wieder der Mond, der hier da drüber strahlt. Warte. Es muss sein. Mondstrahlen. Wer bist du? Wer bist du, du Mondstrahlen? Nein, Spaß. Du. Dun, dun, dun. Mein Eisenschwert ist fast am Arsch, sehe ich gerade, aber wir haben ja noch ein Steinschwert. Und ich hoffe, ich finde hier jetzt einen Wüstentempel. Ich hoffe nicht. Was gibt's denn im Wüstentempel jetzt? Zombies? Ich bin auf Bees voll. Langweilig. Ja, sonst wäre er schon längst tot, also. Ja, cool. Also man muss auch nicht immer auf einfach oder normal oder. Mit kriegerischen Fähigkeiten. Sei ruhig. Dun, dun, dun. Nein, jetzt mal ganz im Ernst. Wer spielt schon so lange Minecraft und so würde ich Zombies ganz im Ernst raten. Würde aus dem Weg gehen, sonst. Naja. Sonst könnte es ein paar gesundheitliche Schäden geben. Meine Männerbude, oder ist er ja? Und gesundheitliche Schäden, da ist kein großer Unterschied mehr, aber ich meine, so ein Sarg kostet ja auch was. Die Zombies sind eh tot. Dankeschön, dass ich dich nicht aufnehmen kann. Dass ich mit 4 Diamanten rumlaufe, ist auch sehr professionell. Na klar. Bewegen sich die Blätter nicht? Doch. Ah doch, das kann man wegen der Dunkelheit hier nicht erkennen, aber das sieht geil aus. Das ist die Dunkelheit. Wir hacken jetzt einfach ein paar Bäume weg, desto mehr Holz wir haben, desto besser ist es. Schon mal was von Fackel gehört? Ich hab nur 54, das reicht nicht. Stimmt. Komm ich da oben nicht ran? Ach, da ist nichts mehr, okay. Okay, jetzt mal ernsthaft, die kann man nicht sehen. Oh, danke schön. Schön Dunkelheit. Mami, ich hab's Angst. Jetzt schon wieder eine Fackel und latsch gleich wieder weg. Mir doch egal. Geistesgestimmt. Ist das hier. Ich dachte, das wäre Sand, weil. Obwohl, naja, ich finde schon, das Lichtsystem ist besser als von den alten. Da kommt, das sieht doch geil aus. Das Licht ist schon gut gemacht worden. Ja, finde ich auch. So, hier gibt es auch noch viele Bäume. Wir holen jetzt mal ganz viele weg. Timbermatt haben wir leider nicht. Woher weißt du das? Sonst wäre hier sofort der ganze Baum weg. Ein Dschungelbaum. Was ist das?
Ja, das wäre natürlich geil. So ein riesiger Baum so. Bumm, weg. Achso, was ich auch nochmal zeigen möchte, ist episches 3D-Item bewegen. Und das Licht wäre es besser. Auf was funktioniert das eigentlich nochmal? Auf welche Einstellung? Auf schön. Gut. Und ich wollte es nur noch mal erwähnen, leider für 1000 User. Für den Mod ist ein Gaming-PC Pflicht. Für den Shader-Mod. Dass ihr einen PC hat, auf dem Battlefield 3 oder Crysis 2 läuft, läuft dieser Mod wahrscheinlich nicht so gut wie Battlefield 3. Also, ich meine, wenn ihr gerne seht, wie ein PC abschmiert, dann müsst ihr zu anderen gehen, aber nicht zu Dada-Mission. Also bei uns schmiert er nie ab. Error. PC schmiert nie ab. Dann müssen wir PCs in die Ecke, die rauchen, da liegen, aber das ist die Ausnahme. Na genau. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt die ganzen Bäume weghacke, aber... weil du es kannst. Ball is gone. So, meine Männerbude ist da hinten. Den Tempel hast du nicht gefunden. Den Wüstentempel auch nicht, das ist ziemlich schade eigentlich. Das ist auch schwer eigentlich, oder? Ja, weil... Oh mein Gott, hast du das gesehen bei den Schweinen? Was denn? Dieser rote Strich, der sah aus wie ein Buch. Das sieht aus so wie ein Rücken. So wie ein Sattel eigentlich. Oh ja, stimmt ja. Sattel. Du, wenn er schlägt, taucht es auf. Ja, ich hab's gesehen jetzt auch. Das war richtig... Oh, wie böse. Böse. Und wer auch nicht weiß, was der Shader ist, Der Shader ist ein Mod, der hier für Sonnenstrahlen, für diese bewegenden Blätter sorgt und auch für das hier. Und, darf ich noch etwas sagen? Ja. Und der kann sich nochmal unser Let's Show Sonic Ever Shaders angucken mit Mucke und... Sonic Ever Shader 1.4.6 müssen wir mal eingeben. Ja. Da zeige ich euch das auch. Auf unserem Kanal, also mit mir und dem Dennis, ohne also, Marco. Weil es gefällt. Ihr müsst euch das von Dada Mission angucken, nicht von anderen. Dada Mission. Seht ihr, er ist ein treuer Dada Mission Anhänger. Er hängt so einem Schlüssel an. Mami. Schlüsselanhänger, Marco. Und hier. Könnt ihr noch mal sehen, ich bin der Dennis. Ich bin der Max. Ich bin niemand. Ja, so geht's auch. Oh, egal. Okay. Wie geht es denn hier lang? Was jetzt cool wäre? Ich stell vor, die ganze Welt in Minecraft besteht aus Diamanten und man hat nur eine einzige Spitzhacke. Ja, das ist natürlich dann ganz toll. Wie geht es denn hier nach unten? Kohle? Kohle? Kohle, ja, Kohle, 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 Eisen. Eisen. Schrei mal nicht so, Junge. Eisen! Na, es juckt. Mir ruft gerade irgendjemand an, können wir nicht rangehen? Wir sind in der Aufnahme. Aufnahme geht vor allem. Ich bin so tot, ich nehme trotzdem noch auf. Ja, im Himmel. Ey, krass, Leute, ich nehme gerade auf. Ich bin back in der Himmel. Hier ist Dada Mission, live aus dem Himmel. Ich glaube, unser Internet ist scheiße, so könnt ihr es gar nicht hören, aber wir probieren es trotzdem. Eisen. Wer bist du? Ich bin doch nicht da. Du bist doch der Creeper. Ja, in den ersten paar Parts kommt ein Creeper, wo du direkt Eisen abbaust und dann noch ein Skelett. Das ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, Eisen aber genug. 4 und 64. Okay, ich glaube, das reicht. Eisen reicht nie. Eisen. Also gut, aber ich brauche Eis. Diamanten sind besser. Das wollte ich auch gerade sagen. Was? Diamanten sind besser als Eisen. Weißt du aber, was sind diese... Ach, keine Lust. Ich will jetzt erstmal nach Hause. Weißt du aber, was... Tempel. Genau. Weißt du überhaupt, was ein Déjà-vu ist, Max? Vielleicht. Hast keine Ahnung, wa? Nee, aber so ein Kumpel aus meiner Schule, der hat ein Déjà-vu. Mehrmals, wenn er einen schwarzen Strich sieht. Oh mein Gott. Oh, hier waren wir. Da oben und ist die Höhle. Und da ist dieser Stein-Uzi. So ein Berg-Uzi. Oh mein Gott, das ist wirklich voll krass, die Uzi. Ja. Warum habe ich denn hier eine Fackel hingesetzt? Weil du es kannst. Verschwendung der Nation. Blub. Da 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 da, die Schweine sind jetzt weg. Das ist ein gut schreibt, klar. Du musst ganz genau hingucken. Das ist richtig böse. Böse. Ich war ja zuerst da. Ich darf. Okay. Hühner sind schwer zu besiegen. Ja, Endboss. Genau, stell dir vor, so ein Huhn als Endboss. Vorbei. Also, oh mein Gott. Der Hühnerdrache. Genau, so ein Enderdrache mit dem Skin eines Huhns. Ja, schießt Eier ab. Was ist das denn hier für ein verkrüppelter Baum? Da hängt ja noch die Hälfte drin, mein Gott. Die mussten abgebaut haben. Die ich glaube, ich habe da was abgebissen.
Naja, er ist eben noch aus den ganz frühen Anfängen der Menschheit und deswegen beißt er noch so von Bäumen einfach roh ab. Ich weiß. Wir bitten um Nachsicht. Oder besser Vorsicht. Auf der anderen Seite habe ich ganz viel Kohle gesehen, nur falls seine Kohlevorräte ausgehen. Und die sind jetzt... Aber ich habe eh keine Axt. Und ja, hier seht ihr schon, hier ist wieder mehr Eisen drin, weil wir hatten ja eine Fail-Aufnahme. Ja. Die können wir meinetwegen auch hochladen, wenn ihr wollt. Damit ihr hier die Zusammenhänge versteht. Warum hast du nicht das eine Eisen geschmolzen? Weil ich hier gerade ein mega volles Inventar habe. Okay. Und ich kann es ja nicht mehr richtig ordnen. Das heißt, wir haben jetzt hier mega viel Eisen gefunden. Ja, oder auch nicht. Das Hühnchen kannst du braten. Da tun wir mal wieder hier rein. Ja, man sieht schon, alles ist mega voll. Braucht mehr Tür. Ich habe ja hier noch eine. Jupp. Und ja, Leute. So, die kommen da nicht rein. Da rein. Da rein. Ja. So. Wir haben kein. Deswegen habe ich auch gesagt, wir hacken Bäume ab, weil wir gar kein Holz haben. Dazu wäre es perfekt ein Facepalm gewesen. Schade, Max. Ich kann nicht dein Gold da einzuschmeißen. Mein Kopf ist irgendwie jetzt kaputt gegangen. Nicht mein Problem. Boah, ich krieg einen Anfall. Ach ja, ist ja voll. Oh, das noch. 10 Zäune, wow. Aber die Farm ist ja zum Glück... Naja, da vorne fehlen noch ein paar. Die können wir eigentlich noch mal erweitern. Könnt ihr in die Richtung erweitern? Jetzt habe ich die Axt vergessen. Und jetzt habe ich auch noch vergessen, jetzt habe ich auch noch alles weggelegt. Mein Gott. Und die Folge geht nicht 15 Minuten, sondern 20 wegen dem Special Guest. Mir! Wo bist du überhaupt? Geh mal weg. So, nein, mir. Ja, aber das ganze Weizen ist fertig. Ich freue mich. Voll schlecht. Das ist natürlich schon mal geil jetzt. Dann können wir eigentlich die Farm fast erweitern. Wer bist du? Und ich geh jetzt. Tschüss. Nein, Spaß. So. Mal viel Spaß beim Erweitern. Ach ja, ich wollte es erweitern. Oh, Mann. ja. Wieso nicht in die andere Richtung, sondern auch da? Ist doch egal. Ach, warum so nicht? Eigentlich muss der Fluss hier nach weitergehen. Ja, toll. Dankeschön. Bitteschön. Mann. Was denn, Frau? So. Wie wir sagen, wir beenden jetzt auch mal gleich. Jupp. Und ich werde den Marco ganz vergessen. Stimmt, der ist ja auch noch da. Von mir so, geht's jetzt raus? Ich bin nicht da. Ich war nie hier. Das war also nur besser eine Halluzination. So. Alles nur eine Halluzination. So, sind zwar noch nicht ganz 20 Minuten, aber ist mir jetzt egal, Leute. Ja, also ich würde mal dann sagen... Bis zum nächsten Part. Ich hoffe, ihr habt die Musik nicht vermisst. Die ist beim nächsten Part wieder da. Ja, und vielleicht auch ein Special Guest, so wie der Marco. Vielleicht auch ein anderer. Ja. Und dann würde ich mal sagen... Ja, tschüss. Macht ein Like, Leute. Wir mögen ja auch abonnieren, weiterempfehlen, liken, anklicken. Sonst... Keine Ahnung was. Ich hab Google Map. Ich weiß, wo er wohnt. Und meine Frau tut jetzt weh. Stimmt, er macht wirklich Karate, Leute. Also legt euch nicht mit ihm an. Und ich würde mal sagen... Legt euch nicht Viel Spaß mit unseren Videos und tschüss. Tschüss.